Schönen guten Tag, ich bin Wolfgang Hien und seit langen Jahren befasst mit Arbeitswissenschaften und Gesundheitswissenschaften, speziell mit dem Thema Gesundheit am Arbeitsplatz oder auch Krankheit, leider Gottes. Krankheiten, die wir uns durch schlechte Arbeitsbedingungen holen, die wir oft sozusagen gar nicht auf die Arbeit zurückführen, sondern denken, das ist unser privates Problem. Und meine Message ist, Leute, lasst euch viele Dinge einfach nicht mehr gefallen, denn Arbeit macht krank, das ist erwiesen in tausenden von Studien. Und es ist wichtig, dass wir selber spüren, was uns gut tut und was uns nicht gut tut. Und es ist wichtig, dass wir selbst aus unserem körperlichen Empfinden, aus unserem seelischen Empfinden heraus sagen, da ist die Grenze, das lassen wir uns nicht mehr gefallen, hier müssen wir uns wehren, hier müssen wir etwas tun zur Verbesserung unserer Arbeits- und Lebensbedingungen. Und ich habe mich schon in den 1970er Jahren mit diesem Thema Arbeit, Krankheit, Gesundheit befasst und viel gelernt aus der italienischen Bewegung, damals eine Bewegung gegen die geschlossene Psychiatrie, eine Bewegung auch für mehr Gesundheit bei Fiat, bei Olivetti, in den großen Fabriken. Und dieser Begriff der Arbeitermedizin damals, der hat mich sehr beeindruckt. Nämlich nicht, wir wollen ja eigentlich keinen Arbeitsschutz, um die Arbeit zu schützen, sondern wir wollen einen Schutz der Arbeiter und der Arbeiterinnen. Wir wollen keine Medizin, die sich darum kümmert, dass die Arbeit irgendwie funktioniert, sondern wir wollen eine Medizin, die sich um die Krankheiten der Arbeiter und Arbeiterinnen kümmert. Und deswegen der Begriff Arbeitermedizin. Aber noch viel mehr eigentlich der Gedanke, ich selbst als betroffener, arbeitender Mensch bin der Experte meiner eigenen Situation. Non delegata war dieses Prinzip. Wir delegieren unsere eigene Gesundheit nicht an irgendwelche Experten, sondern wir sind selbst Experte unserer eigenen Situation, unserer Gesundheit. Wir selber sagen und artikulieren, was wir brauchen, damit es uns besser geht. Und das bedeutet natürlich Auseinandersetzung und Kampf. Ja, das Thema Gesundheitswesen, das Thema Krankenhäuser, Pflegebetriebe, ein riesiges Thema. Schon die hohe Politik und die Tatsache, dass die hohe Politik sich damit in einer merkwürdigen, aber doch in irgendeiner Weise damit beschäftigt, zeigt, dass dies eine Nagelprobe auf die Gesellschaft als Ganzes ist. Wenn das Gesundheitswesen in eine Schräglage kommt, wenn das Gesundheitswesen anfängt zu zerbrechen, zerbricht auch die gesamte Gesellschaft. Denn es geht ja um nicht nur um das Versorgungssystem der kranken Menschen, sondern es geht natürlich auch um das Gesamtsystem älter werdender, chronisch erkrankter und hinfälliger Menschen, die versorgt und gepflegt werden müssen. Und es geht natürlich dann auch letztendlich um das Überleben einer gesamten Gesellschaft. Die Arbeitsbedingungen im gesamten Gesundheitswesen sind katastrophal. Das kann ich als Arbeits- und Gesundheitswissenschaftler eindeutig sagen. Ich habe dazu selbst einige größere Studien durchgeführt, 2008 und 2009 das große Projekt Pflegen bis 67 mit ganz großen Fragezeichen, damals für die Berufsgenossenschaft Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege durchgeführt. Ich bin in weiteren Projekten engagiert gewesen, auch hier im Raum Bremen, im Klinikum Mitte habe ich mich beteiligt an großen Befragungen, die erschreckende Ergebnisse erbracht haben, dass über 80% der Pflegekräfte extremen Belastungen ausgesetzt sind, sowohl Zeitdruck wie aber auch psychische Belastungen und immer noch starke körperliche Belastungen, obwohl es ja angeblich ergonomische Fortschritte im Gesundheitswesen gibt.
Ich bin zurzeit wieder in, mache ich viele Interviews, auch biografische Interviews mit Pflegekräften und auch anderen Personen im Gesundheitswesen. Ich habe teilnehmende Beobachtung gemacht, mehrere Wochen lang in verschiedenen Kliniken in Norddeutschland, auch im Bremer und Hamburger Raum. Ich habe auch nicht nur mit Pflegekräften, sondern auch mit jungen Ärztinnen und Ärzten gesprochen und auch deren Arbeit über Tage begleitet in teilnehmender Beobachtung. Und ich musste feststellen, generell, dass die Arbeitsbedingungen teilweise wirklich ins Extreme sich verschlechtert haben, dass nicht nur gleichzeitige Arbeit, sozusagen die Versorgung von zunehmend mehreren Patienten und verschiedenen Abteilungen gefordert wird, sowohl von Ärzten wie von Pflegekräften, sondern dass insgesamt die Ausdehnung der Arbeitszeit, die Intensivierung der Arbeitszeit in den letzten Jahren so deutlich zugenommen haben, dass im Gesundheitswesen nur die wenigsten ihre normalen Pausen nehmen können. Das ist ja ein Zeichen dafür, wenn du keine Pause mehr nehmen kannst und während der Arbeit sozusagen dein Butterbrot, während du arbeitest, essen musst, ist das ein Zeichen, dass wirklich sozusagen die Grenzen überschritten sind. Und in den Interviews bekomme ich erzählt, viele im Gesundheitswesen Arbeitende, also Gesundheitsarbeiter und Arbeiterinnen, sage ich mal ganz allgemein, können sich selbst in den kurzen Erholzeiten, in denen sie keine Arbeit machen, keine Schicht haben, nicht richtig erholen. Sie können nicht richtig abschalten. Sie sind so erschöpft, dass sie aus der Erschöpfung heraus sich nicht richtig erholen können. Sie müssen dauernd an ihre Arbeit denken. Sie müssen sich fragen, aufgrund der hohen Arbeitsbelastung, habe ich denn alles richtig gemacht? Habe ich irgendetwas vergessen? Sie nehmen also den Stress, der ohnehin alle Grenzen schon überschritten hat, des Menschlichen, mit nach Hause und können insofern eigentlich, kann man davon sprechen, dass sie aus ihrer Arbeit überhaupt gar nicht mehr richtig herauskommen. Sie versuchen, das ist leider auch zu beobachten, dann aus dieser Arbeit zu flüchten in eine andere Situation, die sich aber als ähnlich erweisen wird. Die Fluktuation im Gesundheitswesen steigt von Jahr zu Jahr. Viele kündigen und meinen, aufgrund des Fachkräftemangels, des angeblichen, könnten sie woanders vielleicht unter besseren Arbeitsbedingungen arbeiten. Aber es zeigt sich, dass inzwischen, und das geht quer über alle Branchen, quer über alle auch Besitzformen, das können kommunale Kliniken sein, das können private Kliniken sein, alle stehen unter diesem wahnsinnigen Ökonomisierungsdruck. Alle stehen in Konkurrenz zueinander und überall werden die Arbeitsbedingungen verschlechtert, die Arbeit intensiviert und ausgedehnt. Ich erlebe aber, dass insgesamt im Gesundheitswesen, zumindest in den kleineren Kliniken und in fast allen Pflegebetrieben, die ich befragt oder begangen habe, eine Resignation spüre, dass dann gesagt wird, das kann man halt nicht ändern, man muss halt gucken, wie man selber irgendwie da durchkommt. Ich kann nur sagen, Hoffnung macht mir, dass in einigen großen Kliniken, in einigen Regionen unseres Landes sich jetzt Gesundheitsarbeiter und Arbeiterinnen zu wehren beginnen, dass es wieder neue Bewegungen gibt, dass sie auf die Straße gehen, dass sie sich zeigen und sagen, so geht es nicht weiter, dass sie auch für mehr Personal kämpfen. Denn diese Personalfrage ist eben nicht, das ist eine Lüge zu sagen, wir finden kein Personal und niemand will mehr pflegen oder niemand will mehr ins Krankenhaus oder auch die jungen Ärzte wollen nicht mehr im Krankenhaus arbeiten, die wollen gleich eben sich sozusagen niederlassen. Das ist eine Lüge, dass das die Menschen nicht wollen, sondern sie wollen es unter diesen Bedingungen nicht. Das ist ein Unterschied. Denn also ich bin ja auch Lehrbeauftragter an der Bremer Uni und ich habe im ersten Semester, frage ich dann in Public Health, in den Gesundheitswissenschaften, wer bitte kommt aus der Pflege? Es ist immer ungefähr ein Drittel. Ein Drittel meiner jungen Studenten flüchten aus der Pflege, obwohl sie examinierte Pfleger und Schwestern sind, mit dem Argument, das kann ich nicht aushalten.
Denn die Bedingungen sind ja nicht nur die schlechte Bezahlung, sondern, wie ich schon sagte, unglaubliche Bedingungen hinsichtlich der Intensivierung und auch sozusagen der Verantwortungszuschreibung, dass sozusagen der kleine Pfleger, die kleine Schwester mit einmal Riesenverantwortung kriegen und Verantwortung für Dinge übernehmen müssen, für die sie, auf die sie gar keinen Einfluss haben. Und das führt zu einer unglaublichen Überlastung des gesamten Personals in Krankenhäusern, in Pflegebetrieben, im gesamten Gesundheitswesen. Und mal nicht zu vergessen, viele Bereiche im Gesundheitswesen, die sozusagen outgesourced sind, wie etwa die Reinigungskräfte oder das Küchenpersonal, stehen unter einem teilweise noch höheren Druck, weil sie sozusagen dann von verschiedenen Seiten, nicht nur vom Krankenhaus oder vom Pflegebetrieb, sondern von ihren eigenen Arbeitgebern, man kann das Wort durchaus in mehrfacher Hinsicht benutzen, extrem ausgebeutet werden und ausgenutzt werden und dann noch zusätzlich unter erhöhten direkten körperlichen Gesundheitsgefahren arbeiten müssen. Ich denke zum Beispiel an Reinigungskräfte in der Klinik, die überhaupt nicht ausgebildet sind für diese speziellen Abfallsituationen, in denen zum Beispiel sich auch Spritzen oder Medikamente oder anderes eben befinden kann, wenn es nicht ordentlich entsorgt ist. Und das ist unter diesen Stressbedingungen, die ich gerade geschildert habe, auch gar kein Wunder, dass vieles nicht ordentlich entsorgt wird. Und was passiert? Zunehmende Anzahl, das zeigen auch die Zahlen der Berufsgenossenschaften von Reinigungskräften, werden durch irreguläre sozusagen Belastungen und eben durch die Verletzung mit Spritzen sozusagen infiziert. Auch da steigt die Rate der Hepatitis-Infizierten und auch der Erkrankungen durch diese schrecklichen Arbeitsbedingungen von Jahr zu Jahr an. Und das heißt, insgesamt ist eine Umkehr, auch eine insgesamt gesellschaftliche Umkehr notwendig, was unser Gesundheitswesen betrifft. Die Menschen im Gesundheitswesen, ob das nun das Pflegepersonal ist oder auch die jungen Ärzte und Ärztinnen, die ja noch in teilweise bis 6 Jahre dauernden Ausbildungen stecken und über alle Maßen ausgenutzt werden, aber auch die Reinigungskräfte, das Küchenpersonal, die große Anzahl von handwerklichen Kräften, die sozusagen der sogenannten Technik, die für die Aufrechterhaltung überhaupt dieses gesamten Systems mitverantwortlich sind. All diese Personen brauchen eine deutlich bessere Anerkennung durch unsere Gesellschaft. Das heißt eine signifikant höhere Bezahlung, signifikant bessere Arbeitszeiten, bessere Schichtbedingungen und vor allen Dingen muss das Personal dann auch in den Spätschichten und vor allen Dingen in der Nachtschicht deutlich ausgebaut werden. Es ist ein Unding, dass in einem derart reichen Land, wie wir es objektiv ja sind, fast alle Einrichtungen im Gesundheitswesen in der Nacht mit Einzelarbeitsplätzen besetzt sind. Das heißt, dass teilweise ein Pfleger oder eine Schwester im Krankenhaus oder in der Altenpflegeeinrichtung für 50 oder 60 Patienten oder Patientinnen zuständig ist. Das ist ein absolutes Unding. Und alle, auch Fachkollegen in der Arbeits- und Gesundheitswissenschaft, sagen, das ist ein Unding, das kann überhaupt nicht so bleiben. Wir brauchen da doppelte Besetzung, wir brauchen mindestens 2 Personen in vielen großen Abteilungen oder Stationen brauchen wir sogar noch mehr als 2 Personen, die auch nachts da sind. Zumal viele Arbeitsgänge ja auf die Nachtschicht sozusagen abgeschoben worden sind, das Tablettenstellen zum Beispiel und ähnliches mehr, das Auffüllen von Material, alles wird auf die Nachtschicht abgelagert. Da ist also auch nachts an eine normale Pause gar nicht mehr zu denken. Und das ist ein gesellschaftlicher Skandal, das kann ich gar nicht anders sagen. Und ich muss sagen, ich kann nur alle jungen Ärzte und Ärztinnen, alle Pfleger und Schwestern auffordern, wehrt euch, versucht nicht durch individuelle Lösungen von einem Betrieb in den nächsten und dann wieder in den nächsten sozusagen eure Situation zu verbessern, sondern schließt euch zusammen, versucht sozusagen auch als kollektive Betroffenen
betroffenen Menschen, euch zu äußern, eure Situation auch der Gesellschaft klar zu machen, eure Stimme sozusagen so laut werden zu lassen, dass sie nicht mehr überhört werden kann. Versucht euch zu zeigen in Demonstrationen, aber auch in schriftlichen Äußerungen, in den Medien, dass es eigentlich sozusagen die Grenze überschritten hat, dass man so eigentlich eine Gesellschaft nicht auf Dauer aufrechterhalten kann. An euch hängt es, dass ihr eure eigene Situation verbessert, euch nicht mehr gefallen lässt, zu sagen, wie unbedeutende, unqualifizierte sozusagen Schichten der Arbeiterklasse abfertigen zu lassen, sondern ihr seid eine ganz wesentliche, hochqualifizierte Schicht innerhalb der Arbeiterklasse. Und ihr habt eine viel, viel höhere Bedeutung als das, was uns bis heute Wirtschaft und Politik zugestehen will. Und wir müssen sozusagen gemeinsam, aber ihr natürlich als Kollektiv ohnehin im Zentrum eine Verbesserung der Situation erkämpfen. Ich möchte sozusagen als Schlussfolgerung nochmal deutlich machen. Die jungen Ärzte und Ärztinnen, das pflegerische Personal, die Schwestern und die Pfleger, aber auch die vielen, vielen anderen Teile, die im Gesundheitswesen als arbeitende Klasse sozusagen mithelfen, dass das ganze System aufrechterhalten bleibt. Die Reinigungskräfte, das Küchenpersonal, die Handwerker, die Technik, all das, auch das medizinische Personal in den Labors. Alle gemeinsam müssen kämpfen, sich zusammenschließen für eine Verbesserung ihrer Situation, ihrer Bedeutung in der Gesellschaft, der besseren Bezahlung, der besseren personellen Ausstattung, eines besseren Schlüssels, eines besseren Personalschlüssels, einer mindestens doppelten Besetzung in den Nachtschichten. All das muss aber abgerungen werden, den herrschenden Kreisen unserer Gesellschaft. Das wird uns nicht in den Schoß fallen.